Marke, Halde, für den nächsten Lauf in dieser Klasse. Schon wieder sind wir auf der Strecke und schon wieder wird geschoben und schon wieder geht es auf den Erdball, aber die Fahrzeuge stehen alle noch auf vier Rädern. Das Rennen geht weiter. Wir haben die Startnummer 253 auf Platz 1, Kevin Ben, Timmy Lever auf 2 und 3 mit dabei. Die 253 ist weiter vorne, führt weiter das Feld an. Kevin Wendt ist das, Pomeran Eisenschweine. Die sind weiter vorne mit ihrem Gefährt unterwegs, die 391. Tom Poyce, Dieter Triebsees, parkt das Fahrzeug auf dem Erdwall, ist ausgeschieden mit seinem Gefährt. Und Kevin Wendt ist weiter vorne. Die Triebeleber immer noch auf der zweiten Position unterwegs, auf 3. Die Startnummer 179. Martin Schmidt ist das, noch auf Erdholz. Dann kommen die 342, der Christian Pomeranzig unterwegs. Das sind die Fahrzeuge, die noch im Rennen mit dabei sind. So schaut es momentan aus und die Nossendorfer machen das Rennen. Die Nossendorfer haben die Nase vorn. Die Nossendorfer gehen als erstes in die letzte Runde. Die Triebeleber auf der 2. Dritter Platz, noch einmal Nossendorfer Bergholz. Auf 4 die Startnummer 342. Der Christian vom Racing Team Lütz. Das sind die Positionen. Auch schon wieder letzte Runde hier bei diesem Trabantlauf. Einen haben wir da noch da hinten stehen. Die Gremlins stehen noch einmal damit bereit. Aber jetzt kommt erstmal die Zielflagge. Die Nossendorfer holen sich den Sieg. Die Trebeleber werden ganz langsam noch hinten in der Kurve. Das gibt's doch nicht. Die Trebeleber stehen. Platz 2 geht an die Bad Bulls. Auf 3 die Lützer über die Ziellinie. Und auch beide Fahrzeuge der Trebeleber sind ausgeschieden.